Novgorod hat noch eine Provinz und das nur, weil ich denen nicht abnehmen konnte. Außer Mesen nichts gewesen. Ja, ja. Ihr macht das schon, ich geh jetzt Pornos gucken, oder was? Oh. Was denn? Schaust du dir die großen Dinge an, ne? Sowieso. Ich habe immerhin schon mal Cola in. So. Ach, meine Armee, nein. Gehen wir nach Cola, Mann. Ah. Hier im Osten gibt's Cola. Hier habt ihr im Westen. Ist Delfino im Westen? Ich weiß gar nicht. Nee, ich bin im Osten. Oh, gut, dann könnte man was sehen. Nicht ganz. So. Ja, die Handelspunkte, die ich hier habe, sind auch scheiße. Ja. Ach, 068. Kann ich noch weiter meine Armee unterhalten? So, Ocker ist schon mal litauisch. Sehr gut, sehr gut. Metropoliten vom Staat rein, was? Kannst du wieder Dinge tun? Dinge kann ich tun, versteht ihr? Ich kann auch Dinge tun. Ich find's schön, wie sie das jährlich um 0,1 erhöht, meine patriarchale Autorität. So viel. Das ist unglaublich. Ein Hoch auf Großprojekte. Verrückte Idee, die ich hier mache, ey. Was? Na hier, ich vasalisiere gerade hier alles in Arabien. So, nächste. Binderpalast. Ja. Oh, so. Kann man 1000 Gold schenken? Auf 4. Oha, oha, oha. Das wäre. Beziehung verbessern. Ramazana, Dana. Was machst du hier schon wieder? Er spricht schon wieder in Zungen. Töte ihn. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Vasallen habe ich jetzt schon. Hast du überhaupt so viele Slots? Ich spiele so ein bisschen rum, ja, mit Diplomaten und so. Nee, ich meine da eigentlich diplomatische Beziehungen. Ich habe tatsächlich einen Boni. Also. Ein Boni? Nationaler Schwerpunkt plus 2. Und diplomatische Fähigkeit von meinem Herrscher auch nochmal plus 2. Nein, ich meine Beziehungen, nicht Punkte. Ist es ja, das sind ja diplomatische Beziehungen extra. Achso.
deine diplomatischen Punkte, was du jetzt aufzählst. So, jetzt habe ich tatsächlich eine Übermacht gegen die Osmanen. Ja, werf mal an. Wenn ich jetzt noch Karakunulu als Verbündeten hinbekomme, dann kann ich die echt wegprügeln. Ah, Moskauhaus hasst mich so richtig, du. Oh. Moskau hat hier so ein paar Rebellen. Ich geh mal ein Stück weg, nicht, dass die dann plötzlich noch zu mir kommen. Das wäre äußerst unlustig. Letztens habe ich mal irgendwas getestet. Da hat Thüringen irgendwie Anspruch auf das gesamte Heilige Römische Reich angemeldet. Und ich habe Voltaire's Nightmare was getestet, ja. Okay. War alles rot, also, oder gelb? Rot, rot war das wohl, ja. Einfach mal alles hat es beansprucht. Ich weiß nicht warum, aber. Okay. Kann man ja versuchen. Ja, ne? Ich meine, mal irgendwie 300 Nationen beeinsprochen. Das Heilige Römische Reich hatte mehr Nationen, als heutzutage die Welt hat. Ja. Denkt mal drüber nach. Na gut, es war jetzt aber auch kein Machtmerkmal, ne? Ja, nee, nicht so wirklich. Die Renaissance, geil. Ich muss mal fertig werden hier mit Integrieren und so. Das finde ich schon irgendwie geil. Okay. Wenn ich den Livländischen Orden angreife, kommt Polen mit. Dann könnten die sich auch um meine Rebellen kümmern, wenn die hochkommen. Ja. Klingt nach einer Idee. Tatsächlich kriegt das noch eine halbe, ich braucht man eine Idee. Ja, das Jahr muss ich noch abwarten. Ich könnte das mal fertig integrieren, das wäre jetzt sehr nützlich. Ich finde es auch schön, wie Korruption die Unruhe senkt. Das ist normal, schreibe ich immer hier in den Griff. Was machst du denn? Ich vasalisiere gleich einen von ihren Verbündeten. Kannst du damit draufschlagen, Junge? Schön. Mehr Kronenland. Nur ist bei keinem Provinzen halt. Wird mir leider auch kein Kronenland. Stabilisiere das Land. Nee. Armeegröße, mir sind 9% des Truppenlimits. Ja, auch schwierig.
Oh. Oh, für alle Scheiße hier. Der Finger ist schuld. Dafür wird er schon, dass der Finger spielt. Swahili oder so, ne? Swahili. Hab ich gar nicht. Kann ich mir gar nicht anzeigen lassen, sehe ich nicht. Ja. Unbedeutend. Noch nicht. Existiert gar nicht. So. Adel kann nicht gekauft werden. Oh. Adel kann man ja nicht kaufen. Ja, alle Stände sind mit 55 oder höher. Was sind denn das für Scheißmissionen? Wie soll ich denn 55 Loyalität bei allen Ständen hernehmen? Vor allem, ich habe auch noch 4 Stände. Was soll der Scheiß? Und das Sacken nicht auch vergessen. Die Osmanen greifen wirklich nicht Byzanz an, ne? Ja, klar, haben Angst. Oha, die machen jetzt. Gleich. Oh, jetzt muss ich von hinten gleich reinprügeln. Minus 9%. Können wir nicht leisten. Oh, ich weiß nicht warum, aber ich mache auch ein Plus. Ey, das wäre wirklich geil, wenn man die Osmanen so früh aus dem Spiel haut. Ja, aber dann wird irgendwas anderes aus dem Nichts kommen. Okay, jetzt habe ich. Ich kriege ja schon Rebellenprobleme. Ach, jetzt mache ich wieder Minus. Warum? Warum? Scheiß Spiel da. Ich habe meine Armee bewegt, Zeit Minus zu machen. Nicht mal die Wahl erniedrigt. Ach, es ist ein Kreuz. Ein Kreuz ist es. Ich greife halt endlich mal an. Das sind nicht die Osmanen. Ich helfe erstmal schnell Tunesien. Das sind nicht die Verbündeten, das Osmanen? Nee. Können Titel verkaufen, ja genau. Mich noch mehr weniger Kronland habe, genau was ich will. So, jetzt reicht's erstmal. Jetzt habe ich Karakan und Kunulu noch als Verbündeten und die würden, wenn ich den Land verspreche, jetzt noch 10 Vertrauen hinkriege, dann wo müssen die hernehmen? Ach, ich gehe langsam pleite. So ein Scheiß, ein Dummer. Wieso pleite? Hä? Warum pleite? Ja, ich bin schon bei 0 und jetzt muss ich. Ich könnte natürlich einen Krieg führen. Und die KI das machen lassen. Ich lass mal was. Lass mal was versuchen.
Wir führen mal den Krieg in der Hoffnung, Geld zu gewinnen. Hoffentlich. Wieso ist überhaupt Dänemark schon mit dem Deutschen Orden verbündet? Was die wieder wollen, diese Rebellen. Braucht mehr Stabilität. Schickt mal bitte Stabilität. Ja, zum Krieg führen reicht's immer noch, ne? Dafür ist das Geld noch da. Garantiert in Moskau, die Ungarn, habe ich keine blauen Horde. Moment, ich kann nicht Ansprüche auf das Osmanische Reich? Ich kann Ansprüche auf das Osmanische Reich. So. Und das ist schon im Krieg mit Ungarn. Okay. Achso, wahrscheinlich wegen Albanien. So, wieder da. Schnell auf Toilette. Ladago, warum denn jetzt da? Warum? Warum, Der Querschnitt, kommen Sie raus, machen Sie Fanmanagement. Ja. Was? Worum geht's, ne? Herr Winkler, sind Sie am Arbeiten? Wovon redest du da? Ich verstehe nicht. Mal gibt's da so ein Video, wo einer sogar zur Zeit. Ich weiß. Ruft der Winkler, sind Sie am Arbeiten, ne? Wie sollen dann arbeiten? Selbstständiger Schichtarbeiter. Junge, es ist der Wahnsinn, wie sehr dieser Mensch ein Meme ist und nichts damit verdient, aber alle anderen. Ja. Ah. Herr Winkler, betreiben Sie Fanmanagement? Also Moldawien gehört zu mir. Eigentlich. Herr Winkler, sind Sie am Arbeiten, ne? Ist eine Freundin da? Nee. Wobei, inzwischen wohnt er ja da nicht mehr, ne? Ich meine, inzwischen wohnt er ja beim Sigi, der wohl Mitglied der NPD oder so ist. Geil. Nazi. Nazi-Lord jetzt. Jetzt ist das Meme von damals wahr geworden. Ja, er ist kein Nazi. Nee. Nee. Herr Winkler. Das ist schon ein Bild. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass Polen und Brandenburg zusammen das hinbekommen, aber das ist schon eine sehr traurige Gestalt, die wir hier abgeben. Wo sind Polens Truppen denn überhaupt? Ach, da oben, natürlich, die laufen erstmal zu mir. Ach. Weißt du, dass er jetzt irgendwo ein Zimmer hat bei einem Typen, der wohl halt wirklich so irgendwie NPD-Mitglied ist oder war oder so. Der wohl öfters mal besoffen mit der Axt durchs Dorf läuft und rumschreit und... Klingt doch vertrauenswürdig. Ja, es ist alles sehr wild. Ich verstehe nicht, was du hast. Böhm hat Ungarn den Krieg erklärt. Oh, wow. Oh, direkte Weltkriege, ja. Polen, wieso läufst du denn du bei mir rum, wenn bei dir alles belagert wird? Nur weil da Truppen... Komm schon, verpiss dich, Polen! Du willst mir doch verarschen schon wieder! Oh. Alles läuft gegen Honky-Tonk wieder. Ja, die Hälfte der polnischen Truppen läuft halt hier hin, um eine um so eine unbedeutende Provinz halt zu belagern. Ändert halt den Städte schon wieder. Ach. Ach.
Gut, dass ich Brandenburg noch mit reingerufen habe. Ich habe erst überlegt, ob es das wirklich braucht, aber ja. Ah. Ich sollte mir vielleicht auch einen Freund bei der SS, bei den Rechten suchen. Lass ich die Truppen jetzt da oben stehen oder ziehe sie wieder ab? Sag mal, Peter, wie war denn das damals, als du bei der MPD warst? Waren die da immer nett? Wir haben besonders gerne immer Zeltlager gemacht und so, ne?